So, da sind wir wieder, also der kleine Rempless und ich. Und wir haben wieder kleine Kobolde im Gepäck, die denken, sie könnten was gegen uns ausrichten. Aber ich denke, das wird nicht der Fall sein. Und zwar schießen wir los. Wo? Das ist jetzt... Rollender Terror? Nee. Noch ein zweiter, glaube ich. Was ist die andere? Noch ein zweiter. Megahütte? Ja, Megahütte. Okay, ihr seht selber, jetzt wird's. Ich habe extra nicht weitergespielt, sage ich jetzt mal. Jetzt wird's langsam tricky, weil ich selber nicht weitergemacht habe. ihr seht es. Alter, what the fuck, Alter. Ja, das war auch mein. Halt doch das Maul, Alter. Oh, sagt man jetzt nicht, aber. Wie viel Riesen hast denn du? Oh, 10, 28 Lakaien. Oh, Alter, was geht denn bei euch kaputt, Alter? Das ist doch scheiße, sowas. Ja, sag mal ein paar Tipps, Alter. Ich würde halt wirklich sagen, muss gucken, dass du so schnell wie möglich die Luftabwehr zerstörst, ja? Damit du wenigstens deine Lakaien ordentlich verwenden kannst, weißt? Weil wenn ich die Lakaien jetzt hier droppe, dann habe ich die A-Karte. Weil ja, und da hinten auch. Die Magiertürme, die knallen mir die Dinger kaputt. So. Oder jeweils ein Riese und den... Und dann sage ich jetzt mal 5 Lakaien zum Beispiel, um zumindest hier Platz zu machen. Genau, ja. Und da musst du ja schauen, dass du da irgendwie durchkommst, weil hier diese ganzen Lager und die Elixiersammler natürlich auch ein bisschen deinen Weg versperren. Aber theoretisch, warte. Theoretisch könnte ich aber auch sagen, ey, erstmal auf die beiden Magiertürme geschissen, weil wenn ich hier jetzt anfange und dann die Luckys hole und so weiter und so fort, kommen die mir ja spätestens hier wieder und sagen, okay, tschüss, ich möchte nicht mehr. Ja. So, wenn ich jetzt aber sage, gut, okay, komm, lass erstmal von hier aus angreifen. Da kann es aber der Fall sein, dass dazwischen ganz, ganz viele Bomben und ganz, ganz viele Fallen sind, die dann zufälligerweise sagen, Riesen, ihr dürft mit 1000 Metern in die Luft fliegen lernen. Ja. Ach Mann, das ist doch Mist. Hast du... Was ich auf jeden Fall weiß, was damals war, ist, um diese Bogitürme sind ganz viele Bomben. Okay. Oh, es ist wieder schwierig. Also, Vorteil natürlich, ich habe beide Helden. Das ist gut. Und meine Clanburg ist auch da. Ich habe aber nur ein Spell, den ich droppen kann. Das ist natürlich wieder Fail. Ja, ich bin echt am Überlegen. Wisst ihr was? Ich würde das wirklich mal machen. Also, ich pack jetzt mal hier... Ich mach das mal mit dem Riesen. Probier's, auf jeden Fall, Alter. Wie gesagt, die sind zum Glück Level 6. Damals gab's noch keine Level 6er Riesen. Das war ja so ein bisschen der Nachteil, weißt? Ja, schöner Flächenschaden. Mein Mauerbrecher natürlich gleich wieder weg, ey. So, ja doch, das läuft. So. Jetzt machst du den anderen am besten auch noch kaputt. So, den anderen jetzt fuck. Noch? Ist ja egal, das waren nur 3 Luckys. Ja. Das ist egal. So, der Riese, der ist jetzt mit der Mauer beschäftigt. So, zum Glück haben wir Zeit. Zeit ist ja das, was wir haben. Ja, so. Ja, wir sind YouTuber, wir haben nichts zu tun am Tag und wir duschen. Nein, du weißt, wie ich das meine. Hier in dem Bereich hier. So, hier nochmal. Alter, die Kanonen gehen so abartig ab, ey. Das ist, voll gemein, ne? Geht gar nicht. Aber der Minenwerfer löst noch nicht aus. So, jetzt... Da hinten löst er aus, ja. Oh, die Magiertürme, die haben fuck, meine Minenwerfer, meine... Wir haben halt den Vorteil, dass wir zum Glück A King und A Queen haben. Jetzt habe ich gesagt A King und A Queen. Das ist bayerisch, der bayerische Akzent. Das heißt eigentlich ein King und eine Queen, also A King und A Queen. Wow. Oh, das ist ja noch 4 Riesen, zum Glück, Alter. Ja, ich habe noch ein bisschen was, so ist es nicht, aber... Jetzt gucken wir mal. Auf die Lager kannst du ja theoretisch erst mal scheißen, weil die kannst du am Schluss ja auch noch... Ja, klar, logisch. Die kann ich... So. Hier, jetzt würde ich sagen... Hm. Na, bloß wenn der Riese... Guck mal. Der Riese ist auch noch da. Jetzt nicht mehr. Okay.
Ah, fast. Ey, die haben. So, jetzt weiter. Scheiße. Würdest du jetzt. Du kannst deine Riesen jetzt links reinholen, aber du kannst natürlich auch schauen, dass du rechts erstmal die Verteidigung ein bisschen kriegst. Und dann, weil auf die Minenwerfer kannst du ja theoretisch erstmal scheiße, die machen keinen Schaden. Und dass du dann deinen King und deine Queen arbeiten lässt, inklusive du hast noch einen Zerstörungszauber, den ich in die Mitte von den vier Türmen erstmal setzen würde, damit die nicht mehr so viel Leben haben, weißt du? Da welche so, vier Türme? Na hier, der Bogiturm, die zwei Kanonen und der Magierturm, dass du da im Ach, Kreuz... Ach, du meinst das hier? Genau, dass du da im Kreuz den Zerstörungszauber setzt. Damit ja, okay. Mal, viel den könnte ich ja jetzt schon mal, den könnte ich ja jetzt schon mal droppen. Ja, okay. Naja, immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. So. Ich weiß nicht mehr, was ich in der Clanburg habe. Also, ich würde sagen, dass... ist jetzt noch nicht entschieden. Also ich würde sagen, dass das kann klappen, sage ich mal. Ich habe noch ein paar Luckys. Es wird ich knapp, auf jeden Fall. Von hier aus rein. Oder? Scheiße. Das wird auf jeden Fall eine knappe Sache, du. Von hier, dann mit King und mit... Nee, mit Queen nicht, die zieht's mir aus wegen den Bogitürmen. Alle vier Riesen jetzt hier gedroppt, aber die kommen wieder nicht durch die Mauer durch. Könntest theoretisch auch deine Queen setzen und die dann unsichtbar machen lassen, aber links und rechts stehen die Gebäude. Also mit den Riesen komme ich nicht durch die Mauer, brauche ich nicht probieren. Genau, ja, auf jeden Fall. Da, die beißen sich an der Mauer die Zähne aus. So. Fuck. Oder dass du vielleicht den Bogiturm links erstmal versuchst zu machen. Oder, Luftabwehr komplett killen. Ich hoffe, dass die Riesen rangehen. Aber guck mal, wenn ich die Riesen hier droppe, gehen die nicht dahin. Nee, die gehen auf jeden Fall zuerst auf den Bogiturm und dann kennen wir ja die Clash of Clans Logik, gehen sie auf dem Minenwerfer. Ja, genau. Herzlichen Dank. Genau. Immer Worst Case. Oder ich sag YOLO und hau die Dinger einfach raus, die Lakaien. Aber. Nein, das wäre nichts. Das würde ich nix. Habe Angst. Was hast du in deiner Clanburg eigentlich drin? Ich weiß es nicht. Oh, was sind doch, wenn du auf einmal Schweinereiter drin hast? Das wäre schön. Oder so. Ah. Setz doch deine Clanburg einfach mal oben bei dem einen einzelnen Bogiturm links, damit wir sehen, was da raushüpft und dann können wir ja mal schauen. Und was ist dann? Dann ist es raus. Naja, dann wissen wir immerhin, was drin war. Hier sind garantiert, guck mal, hier sind garantiert Bomben ohne Ende. Ohne Ende. Brauchen wir nicht drüber. Oder vielleicht ja, dann brauchen wir Tellereisen, weißt du? Ach, am Arsch hier, guck mal hier, ich hau das jetzt hier hin. Oh. Ah, ich kann's nicht, ich kann nicht klar, ja, jetzt. So, hier, komm her, zack. Drauf gecaked und hier jetzt noch die Riesen. Oh shit, Alter, das wird jetzt mega spannend. Du hast alles rausgemacht. Ob das was wird, also das wissen wir nicht. Oh, guck. Vergiss nicht den Unsichtbarkeit. Ja. Vergiss die Unsichtbarkeit. Ja, schnell. Alter. Ich hab voll Angst. Oh, wie viele Bomben hast du es gesehen? Guck mal, die Queen ist nicht down und jetzt die Queen, wenn die jetzt im Hintergrund ist, könnte die noch richtig was reißen. Geil, oh, die Riesen haben. Oh, ey, das muss ich wiederholen. Scheiße, ich kann's nicht wiederholen. Oh, das müsst ihr euch alle in Slow-Mo angucken. Alle in Slow-Mo. Alles schön. Guck mal hier, der King. Oh, richtig geil. Also, keine fallen, keine, gar keine. Guck mal hier, jetzt schön die Queen. Oh, geil. Richtig geil. Ja, ey, das wird was. Das wird was. Alter Junge. Oder beim Teller. Und jetzt der... Oh, ist das geil. Ja, guck mal, der Bogiturm geht auf den King. Oh, ja, geil. Und der greift immer noch die Mauer. Alter. Ey, ich hab mich schon damit abgefunden, dass das nichts wird. Alter, das ist Hashtag episch. Alter. Hashtag episch. Alter, ist... Oh, ey, mir ging noch nie so der kranke Stift, Alter. Mir ging noch nie so der Stift. Alter. Krass. Richtig krass. Das Video ist auf jeden Fall eins, was ich mir selber dann auch nochmal angucken muss, bevor ich es hochlade. Das war knapp, auf alle Fälle. Weil, das ist einfach... weil das ging auf einmal dann so... Oh... Ja, egal, mit Trainieren ist... Nee, nicht egal. Das machen wir nochmal kurz. Eieiei, aber ich würde jetzt gern schon mal wissen dann, wenn du deine Truppen trainiert hast, dass wir doch gleich einmal noch gucken, wenn kurz Zeit ist, was das nächste Level ist. Und ich habe eine Idee, und zwar für das allerletzte Level
machen wir folgendes. Müssen wir beide das schaffen, weil nämlich sonst einer das nicht machen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ja, ja, klar, das macht Sinn. Und dass man das dann halt so machen, weißt du? Das wäre ganz schön geil. Ja. Mit welchen Truppen willst du das machen? Da, nehme ich Packers. Packers und nee, ist ja richtig, ist ja richtig. Also wie gesagt, mein Packer ist dann bald auf 2. Hahaha. Ich habe den ja, wie gesagt, zuvor auf 1 gehabt. Das ging ja gar nicht. Und selbst mit 2 bringt der ja nichts. Da muss ich gucken. So, jetzt soll ich nochmal, genau, jetzt gucke ich nochmal kurz. Ja, jetzt wäre danach Packers Theater. Oh ja, ja genau, genau. Da gucke ich mal kurz rein. Und du hast deine Truppen fertig? Meine Truppen, ich habe ja jetzt nur Bogies. Also wirklich nur Bogies. Ja, herzlichen Glückwunsch. Deswegen würde ich würde mit den Bogies Random Clash machen. Ja, okay, ja klar. Und dann neue Truppen platzieren und dann halt, weißt du, ne? Nee, nee, okay. Super. Dann war es das von uns. Also ich würde sagen, eine absolut kranke Mega-Folge wieder. Die war richtig knapp. Haut rein, Jungs und Mädels. Und jetzt sagt der Ramplus noch Tschüss. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Mir hat es sehr gefallen und ja, ciao.